Andreas Pürzl ist Fitnessfan und Kaffeeliebhaber. Vor 8 Jahren eröffnete der Wiener das Gym am Handelskai. Das Fitnesscenter wurde 2019 zum Besten der Welt gekürt. Und das nicht ohne Grund, wie er uns erklärt. Es ist eigentlich wie ein Schauraum, ein Museum von Equipment aus unterschiedlichen Epochen, also nicht nur aus der Neuzeit, aus der aktuellen Zeit, sondern auch aus der Vergangenheit. Und das ist natürlich das Wichtigste. Also die Werkzeuge, wo man drauf trainiert, ist das A und O in einem Fitnessstudio. Wir haben unterschiedliche Terminator-Figuren vom Caesars Palace einfliegen lassen. Wir haben eine Kinoleinwand, ein Museum, vor-nachher Fotokabinen und eben im Gym direkt drinnen ein Restaurant. Für Andreas war von Anfang an klar, dass Training und gesunde Ernährung Hand in Hand gehen. Der 37-Jährige bietet daher neben Proteinshakes auch individuelle Pokeballs an, deren Zusammensetzung der Besucher selbst per App steuern kann. Du könntest genau sagen, ich möchte 52 Gramm Reis haben, ich möchte 150 Gramm Hühnerfleisch haben. Da werden genau die Makronährstoffe berechnet. Also es wird ganz genau angezeigt, was ist das in Protein, in Kohlenhydrate und in Fett und was kostet das Ganze. Dann kann ich das abschicken, dann wird das zubereitet. Das heißt, ich kann ganz genau je nach meinem Geschmack, meinen Makronährstoffen und auch meinem Budget meine Mahlzeiten konstruieren. Einen ähnlich hohen Anspruch hat Andreas auch an den im Restaurant angebotenen Bio-Fairtrade-Kaffee. Das Getränk ist unter Kraftsportlern aufgrund seiner aufputschenden Wirkung sehr beliebt. Als Gag wird etwa der Cappuccino mit ganz spezieller Latteart präsentiert. Pürzl selbst und hauseigene Baristas servieren den Milchkaffee in einer Tasse mit einem aus Milchschaum. Allerdings nicht für jeden Besucher. Man muss ein bisschen ein Feingefühl aufbauen, ja, weil einige Personen fühlen sich ein bisschen unter Anführungszeichen verarscht. Ja. Es ist ein bisschen eine Tradition, religiöse Gründe und so weiter, all das spielt ein bisschen eine Rolle natürlich. Nur auf der anderen Seite, wenn man weiß, was man bekommt, ja, dann ist man darauf vorbereitet. Und dann funktioniert das sehr gut. Also über die Jahre, über die Monate weiß jeder ganz genau, wenn er einen Cappuccino bestellt, dann ist die Möglichkeit zumindest gegeben. Ja, wenn er einen Barista erwischt, der das kann, dass ich so einen Kaffee bekomme. Der Autodidakt hat sich sein Latte-Art-Können selbst beigebracht durch Learning by Doing. Mit dem Anabol hat Pürzl zudem vor einigen Monaten ein Restaurant im Marinatau eröffnet, in dem Signature-Gerichte angeboten werden. Auch dort kann der Gast mittels App auf das Gramm genau die eigene Mahlzeit samt Zutaten zusammenstellen.